Seit Jahrzehnten bestand der Wunsch der Pforzheimer Bürger, an die Katastrophe vom 23. Februar 1945 zu erinnern. Es gab viele Bemühungen, zum Beispiel Vorschlag von Professor Seifert, Wettbewerb der Stadt Pforzheim, Initiative Ewald Steinle, erster Vorschlag von Pforzheim mitgestalten, kompakte Säulengruppe aus Edelstahl, zweiter Vorschlag von Pforzheim mitgestalten, markante Skulptur aus Edelstahl von Professor Hauser, dritter Vorschlag, fünf Stelen, diesmal in Kooperation mit der Bürgerinitiative Wallberg, mit den löblichen Singern von 1501, mit dem Verkehrsverein Pforzheim und natürlich Pforzheim mitgestalten als federführende Kraft. Ziel war die Fertigstellung bis zum 60. Jahrestag der Zerstörung am 23. Februar 2005. Nach Genehmigung durch den Pforzheimer Gemeinderat war die Bündelung aller Kräfte erforderlich. Hierzu nun einige Ausschnitte. Andersrum, man macht es da nicht drüber. Wir sehen hier ein Originalfoto der zerstörten Wetterbrücke, im Hintergrund der Altbau, der Saalbauturm. Das wurde alles abgerissen. Sozusagen als künstlerischer Berater der ganzen Sache. Ja, sie waren eine Gruppe immer zwischen 8 und 10 Personen. Ja. Schlimmsten Tag in der Geschichte unserer Stadt sollte hier auf dem aufgeschütteten Trümmerberg ein Mahnmal errichtet werden. Jahrzehnte vergingen mit vergeblichen Anstrengungen und vertagten Entscheidungen. Nun ist es endlich gelungen, die Verpflichtung einzulösen und die 5 Erinnerungsstelen hier zu errichten. Der britische Dresden Trust, ein Verein, der den Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche zum Gedächtnis der Opfer der im Zweiten Weltkrieg in Europa stattgefundenen Luftangriffe fördert, bedankt sich für die Gelegenheit, einen Beitrag zur Errichtung dieses außergewöhnlichen Mahnmals zu leisten. Mein ganz besonderer Dank gilt den Initiatoren der Wallbergstelen, also jenen, die auch in unserer Zeit beherzt anpacken. Es ist dies vor allem der Verein Pforzheim mitgestalten, an der Spitze mit Hermann Schütz und seinen unermüdlichen Mitstreitern Ulrich Kollmar und Hans Gerstung. Ich bin froh und dankbar, dass wir mit den Wallbergstelen endlich an unsere Stadtgeschichte um den 23. Februar 1945 weit sichtbar erinnern
und unser Stadtbild erklären können. Das Ausmaß an Arbeit, die hinter einem solchen Projekt steht, wird an diesem Filmabspann sichtbar.